Moin Leute, ich bin Sammy und herzlich willkommen zurück zum Let's Play zu U-Boat. Wir befinden uns immer noch hier in der keltischen See und wir haben zum Ende der letzten Folge einen weiteren Geleitzug aufgespürt. Wobei Geleitzug kann man gar nicht sagen, denn ein Geleitzug wäre es nur dann, wenn hier militärische Einheiten diesen Konvoi begleiten. Aber ja. Es ist letzten Endes einfach nur ein Konvoi, denn feindliche Einheiten befinden sich hier nicht in der unmittelbaren Nähe. Möglicherweise ein paar Flugzeuge, aber ich rede hier von Schiffen. Und ja, dementsprechend wird dieser Konvoi doch schon ein relativ leichtes Ziel sein. Und wir haben auch schon den ersten Frachter versenkt. Ihr seht hier noch die Rauchsäule. Die Hülle dieses Frachters ist bereits schon auf dem Weg zum Meeresgrund. Und dementsprechend können wir hier ohne großartige Probleme weiter agieren. Wobei, man muss schon sagen, etwas eingeschränkt sind wir dann doch, denn wir haben hier einige C3 mit im Gebiet, welche hier doch schon relativ stark bewaffnet sind. Dementsprechend können wir hier noch nicht auftauchen, um die Feinde weiter anzugehen. Da sind wir auch schon beim springenden Punkt, denn ich würde an dieser Stelle doch schon sehr gerne die C3s als Hauptziel erstmal ausmachen. Denn sobald wir die versenkt haben, können wir mit unserem 8-8 Geschütz dann noch weitere Schiffe versenken. Und hier unten haben wir gerade einen weiteren C3. Der wird hier von unseren Kameraden auf dem anderen deutschen U-Boot, welches sich hier ebenfalls im Gebiet befindet, angegangen. Und jetzt können wir mal kurz zuschauen, ob die denn erfolgreich sind, während wir hier halbe Fahrt legen, um dem C3 hier oben etwas näher zu kommen. So, schauen wir mal, ob hier dieser Angriff erfolgreich ist. Ich weiß nicht, was die für Torpedos verschießen. Ja. Da sehen wir das U-Boot, aber ja doch. Alle drei Torpedos treffen hier. Wenn ich das richtig gesehen habe, waren es drei Detonationen. Und ich würde mal sagen, mit diesem Frachter geht es langsam aber sicher zu Ende. Das heißt, wir haben ein C3 weniger im Gebiet. Warte mal ganz kurz und jawohl. Sehr schön. Ja, ein C3 weniger im Gebiet. Das heißt, wir werden uns dann um den nächsten hier oben kümmern. Ich glaube, das hier war auch einer, ne? Ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben wir es hier mit drei Stück zu tun. Möglicherweise. Moment, hier oben, das war Empire Tower, wenn ich das richtig erkenne. Die sind aber alle nicht bewaffnet. So, du fährst mal weiter in diese Richtung. Und dann möchte ich ganz gerne, dass du den vielleicht auch noch angreifst, je nachdem, wie schnell das bei uns ist. Und wir legen vielleicht auch mal große Fahrt. So, wir machen das mal ein bisschen schneller. Vielleicht mal äußerste Fahrt. Hier ist sowieso kein weiteres Schiff dabei. Also Kriegsschiff, was uns irgendwie hören könnte. Deswegen können wir jetzt auch mal richtig Gas geben. Ja, hier sind jetzt sehr viele Funksprüche, aber die können wir alle nicht uns anhören. Die sind alle chiffriert. Oh, wir haben eine Nachricht vom BDU. Das ist wieder was anderes. Ja, Explosionen. Das ist ja Radio. Hier war doch eine Nachricht vom BDU. Warum wird uns die jetzt hier nicht mehr angezeigt? Naja, wenn es wichtig war, werden wir die gleich nochmal sehen. Okay, machen wir erstmal weiter. So, jetzt sind wir schon mal auf der Höhe. Jetzt müssen wir aber auch noch mal gucken, wie es denn um unsere Torpedos bestellt ist. Und da sind drei von vieren vorgewärmt. Rohr 1 wird gerade noch mal vorbereitet, also das funktioniert. Oh, er schießt tatsächlich. Er schießt tatsächlich. Und wir wollen dann schon mal unseren Kurs anpassen. Und hier bin ich mal gespannt, ob ich das hier trifft. Also, der geht ja schon mal hinten durch. Das sehe ich ja schon. Vielleicht vertue ich mich ja auch, aber ganz knapp vorbei. Schaut mal, da ist der Torpedo. Also richtig knapp vorbei.
Und da ist der nächste, der geht auch richtig knapp vorbei, aber kein Treffer. Und das hier ist ein Blindgänger, weil der Aufschlagwinkel viel zu steil war. Ja, okay. Der Angriff, der war nix. Okay, dann machen wir hier mal den nächsten Angriff. Wir gehen mal auf kleine Fahrt runter. Dann gehen wir auf das Ziel. Da ist er. Den haben wir auch schon ausgewertet. Aber die Werte haben sich natürlich etwas verändert. Wir gehen nochmal auf die Entfernung. Die beträgt jetzt nur noch 7 Kabel. Seine Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, vielleicht kommt es mir jetzt nur so vor, aber ich glaube, der ist noch mal ein bisschen langsamer. Oder sind das immer noch 7 Knoten? Also wenn das jetzt auch noch mal 7 Knoten sind, ne? 7 Kabel Entfernung, 7 Knoten Geschwindigkeit, Kurs 077. Da müssten wir ja fast einen Schnaps trinken, Leute. Aber ich glaube, der ist langsamer unterwegs als 7 Knoten. 6 Knoten. Na, okay. Das mit dem Schnaps, das machen wir dann nächstes Mal. Wir gucken jetzt aber nochmal den Kurs. Was ist dein aktueller Kurs? Ah, passt nicht ganz. So. 067. Okay. 067. Okay. Wir nehmen dafür den T3. Ist der Winkel genug für Aufschlagzünder? Das sollte hinhauen. Wir nehmen mal Aufschlagzünder und sagen mal 4 Meter unter der Wasserlinie. Ja. Okay. Können auch 4,5 nehmen. So. Ja, wir sind auf kleine Fahrt runter. Und los. Gucken wir mal, ob wir den jetzt kriegen. Und danach werden wir uns dann sofort um die Empire Forest kümmern. Apropos, wo ist denn das andere U-Boot? Das fährt da hinten hin. Das ist ja völliger Käse. Ich möchte, dass du hier lang fährst. Oh, das ist aber eine knappe Nummer. Da ist der Torpedo zwischendurch zu sehen. Na doch, der schlägt aber schön im hinteren, im achteren Bereich des Schiffes ein. Schwere Schäden am Rumpf. Schöner Aufschlagtreffer. Mal gucken, ob es ausreichend war. Können uns jetzt Zeit lassen. Es sind ja wirklich keine Feindeinheiten in der näheren Umgebung. Alles gut. Deswegen beobachten wir den jetzt einfach mal. Auf die anderen brauchen wir noch nicht zu reagieren. Die fahren uns mehr oder weniger in die Arme. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob hier noch mehr passiert. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass die HP-Leiste hier tatsächlich ein bisschen verbuggt ist. Das finde ich sehr, sehr schade. Aber die Besatzung verlässt das Schiff und das ist doch die Hauptsache, weil dann ist uns dieser Frachter ausgeliefert und wir können den Rest eigentlich mit der 8-8 erledigen. Dementsprechend, wenn wir hier mal auf langsame Fahrt zurückgehen, bisschen auf Distanz gehen zu dem anderen C3-Frachter. Das ist natürlich jetzt gefährlich, ne? Mit seinen Manövern hier. Wir gehen mal auf kleine Fahrt runter.
So, sieben Kabel, das reicht schon. Dann stoppen wir mal auf. Zur Kollision kommt es nicht. Alles klar. Der fährt nämlich jetzt gerade den Kurs nach oben. Okay. Ups. So. Den können wir dann lösen. Gehen auf den nächsten C3. Da ist er. So. Ja, gucken wir erstmal die Entfernung. Eine Meile. Geschwindigkeit. Sehr schön. Er fährt wieder sieben Knoten. Alles klar. Dann. Ah, schaut mal, das ist ja er hier hinten. Verdammt. Macht nichts. Das können wir jetzt trotzdem mal probieren. Das Blöde ist nur, dass er noch Schlangenlinien fährt, ne? Sieht jetzt nicht ganz danach aus, aber der fährt nicht den Kurs, den der Rumpf zeigt. Das scheint. Aber er dreht gerade. Er dreht gerade. Ja, Leute, was machen wir? Wir warten einfach mal. Schaut mal, die fahren doch schon wieder geradeaus. Dann nehmen wir mal seinen Kurs hier. 068. Ja, das ist der Kurs, den wir eben auch schon mal hatten. Upsala. Acht. Ich möchte ihn noch mal kurz in Sicht haben. Okay. Damit haben wir ihn. Na, T5 wäre Quatsch. Wir nehmen einen T3. Ich glaube, da können wir ruhig. Der Winkel wird ein bisschen schlechter, aber ich glaube, da können wir ruhig noch Aufschlagzünder nehmen. Das machen wir genauso. Und los. So, da nehmen wir den raus, dann berechnen wir ihn. Und ich würde mal sagen, hier können wir ruhig dieselben Werte nehmen. Nur die Entfernung müssen wir nochmal neu schauen. Achso, ja, C3. Acht Kabel. Nehmen wir den anderen T3. Das lassen wir da genauso. So, und jetzt warten wir aber einen kleinen Moment. Der dürfte hinten durchgehen. Kein Problem. Ja, das passt alles. Wir müssen einen kleinen Moment auf diesen Torpedo warten. So, jetzt und dann Feuer.
Schauen wir mal, ob die treffen. Das sieht erstmal gut aus, Leute. Sehr schön, den haben wir. Und da hinten, der hat auch getroffen. Wunderbar, Leute. Damit haben wir die zwei hier auch angeschlagen. Jetzt bleibt es nur abzuwarten, ob auch hier die Besatzung die Schiffe verlässt. Schöne große Löcher im Rumpf. Wenn das der Fall ist, haben wir hier freie Bahn. Hier ist die Besatzung aus dem Schiff raus. Wunderbar. Und hier auch. Sehr schön. Gut, dann schaue ich nochmal, was wir hier oben hatten. Ach genau, das war die Empire Tower. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, wir gehen mal auf halbe Fahrt hoch. Legen diesen Kurs. Ja, was du hier unten machst, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber wir brauchen dich jetzt auch nicht unbedingt. Na, fehlgeschlagener Wolfsrudel, würde ich jetzt mal sagen. Ich speichere an dieser Stelle nochmal, falls da noch Teile der Besatzung an Bord sein sollten. Aber hier sind insgesamt 8 Rettungsboote draußen. Ich würde mal behaupten, dass wir das gut hingekriegt haben. Dementsprechend tauchen wir jetzt auch auf. So, der Kommandant. Wo ist es? Wo ist unser Geschütz hier? Da ist es. So, die ersten Mann sind am Geschütz ran. So auch der Kommandant. Und dann. Oh, der geht noch weiter unter. Dann nehmen wir erstmal den hier hinten. Ah, war nicht hoch genug. Das war ein Treffer. Der hat ihm auch schwer zugesetzt. Hier, dem geben wir auch noch mal einen mit. Der hat ihm auch schwer zugesetzt. So, damit sind die Hauptlebenspunkte oder die HP erstmal runter. So, du hier hinten bist aber auch noch am Start. Oh, das ging sogar drüber. Verdammt. Der hat gesessen. Der auch. Aber der kriegt keinen Schaden, komischerweise. Jetzt. So, was ist mit euch? Gehen sie unter oder nicht? Das ist hier die Frage. Ja, bei ihm tut sich aber was. Der C3 ist schon mal Geschichte. Sehr schön. Oh, verdammt. Das war so nicht gewollt. Da hat mein Finger aus Versehen einmal gezuckt. Ist gerade nicht sicher. Ja, da tut sich auch was. Oh, schaut mal, ein Millimeter ist da noch übrig. Okay. Die gehen auch unter. Die Empire Industry ist auch futsch. Und er hier
Nähert sich langsam aber sicher dem Meeresboden. Ich würde sagen, der ist auch weg. Jawohl. Die Samingoy ist auch dem Untergang geweiht. Dann würde ich sagen, jetzt haben wir nur noch zwei Schuss. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Damit kriegen wir definitiv keine drei Frachter platt. Vielleicht nicht mal einen. Oder höchstwahrscheinlich nicht mal einen. Und jetzt möchte ich vorher vielleicht nochmal die Punkte setzen. So, so, so. Damit wir die Rettungsboote wieder finden. Halbe Fahrt haben wir. Wir fahren mal ein bisschen näher an ihn ran. Okay. Das dürfte nah genug sein. Die Empire Nutfield. Das war sogar nur noch ein Schuss. Verdammt. Dann machen wir das anders. Dann gehst du mal an die große Flak hier. Ah, komm schon, das habe ich schon mal schneller gesehen. Panzerbrechende Munition laden. Bisschen die Fahrt verringern. Und ab dafür. Oh ja, Leute, das ist doch schön. So, nachladen. Den haben wir jetzt aber gleich schon. Wir müssen auch mal auf kleine Fahrt runter, sonst geht das hier viel zu fix an uns vorbei. Da brennt es auch schon. Noch ein paar schöne Grüße in die Brücke. Und dann gucken wir mal, ob der hier nicht jetzt passé ist. Besatzung verlässt das Schiff. Höhlenbruch. Wunderbar. Na, der ist ein bisschen zu weit. Den werden wir so nicht kriegen. Der fährt auch weg. Pass auf, dann nehmen wir zuerst ihn hier. Große Fahrt voraus. Wir setzen hier nochmal einen Punkt. Ist hier auch nochmal zwei Mann dazu. Hier keine Kollision, bitte. Wunderbar. Kleine Fahrt. Und dann holen wir uns hier den nächsten. Na, das kriege ich nicht angewählt. Da, der Empire Duke. Ah, da tut sich aber noch gar nichts. Mal gucken, wie lange wir da drauf rumschießen müssen. So, jetzt sieht es aber langsam gut aus. Ah, diese Feelings-Flak, die ist schon mächtig. Ich meine, lange nicht so gut wie ein 8-8er. Aber die macht auch schön Aua. Wobei man eigentlich fast sagen muss, es geht ja beinahe schneller als mit der 8-8, ne? Aber hier tut sich nichts, ne? Der hellgrüne Balken ist weg.
Der dunkelgrüne Balken bewegt sich aber gar nicht. So, ich probier's mal mit Hochexplosivmunition und setz das Ding mal von vorn bis achtern in Brand. Oh, und wir haben Flugzeuge in Sicht. Eieieiei, das ist nicht gut. Schauen wir mal. Der dürfte jetzt aber auch gleich untergehen. Sie kommen aus Südwest. Oder wir sitzen hier gerade so schön an der Flak. 3 Uhr hat er gesagt. Das wäre hier. Oh, da bin ich blind. Ich sehe es nicht. So, schnell wieder. Leute, ich mach mal kurz. Da ist er. So, wir gehen mal auf äußerste Fahrt. Ich glaube, der Pokal geht an uns vorbei mit den Wasserbomben. Etwas vorhalten. Und der ist auch untergegangen. Das heißt, wir gehen auf große Fahrt runter und legen auf ihn an. Und werden auch hier nochmal einen Punkt setzen für die Rettungsboote. Wir haben noch ein tolles Funktelegramm. Massive Rauchsäule entdeckt. Okay. Ist vom Feind. Wir lassen ihn mal näher rankommen. Diese Kompressor muss ich auch noch mal reinmachen. Jetzt die Frage, greift er noch mal an oder nicht? Ich würde den Kameraden echt gerne mal kurz das Feuer verbieten, aber ich glaube, das geht nicht, oder? Ich wüsste nicht wie. Wir verballern hier unsere ganze Hochexplosivmunition. Ohne effektiven Schaden anzurichten. Wir behalten den mal hier so im Auge. Nein, jetzt muss er nachladen. Das gibt's doch nicht. Okay. Hat nochmal angegriffen, aber ist. Und jetzt haut er sogar ab. Das ist ja auch interessant. Na dann kümmern wir uns jetzt um den Frachter. Dann haben wir hier Ruhe. So. Wieder auf kleine Fahrt runter. Und ran hier. Achso, Hochexplosivmunition. Empire Arnold. Einen Rumpf kriegen wir jetzt nicht so richtig unter Feuer. Wir müssen uns auf die Aufbauten konzentrieren.
Ich glaube, wir machen mal ein schönes Feuerchen da an Deck. Andererseits, anders kriegen wir den vermutlich nicht so. Ja, und das tut ihm auch weh. Das Flugzeug scheint weg zu sein. Zumindest kommt keine Meldung. Na, komm schon. Nochmal ein bisschen Panzer brechen hinterher. Er brennt immer wieder. Aber so richtig was. Ah doch, jetzt kommt wieder ein bisschen. Die Besatzung verlässt auch das Schiff. So, der brennt lichterloh. Jetzt hat er nur noch die dunkelgrüne Leiste. Die verschwindet aber nur sehr, sehr langsam. Wir halten mal noch ein bisschen mehr drauf. Komm schon. Ich hoffe, unsere Männer melden uns hier, wenn Feindflugzeuge wieder in Sicht sind. Ah, der läuft langsam voll. Geben wir ihm jetzt mal ein bisschen Zeit. Mehr Munition draufballern wäre höchstwahrscheinlich Munitionsverschwendung. Wir stoppen mal auf. Und da geht er unter. Sehr schön. Oh, der ist sogar noch zerbrochen. Tatsache. Ja, Leute. Also den haben wir gut gekriegt. Wunderbar. Nochmal 2400 Punkte. Und jetzt haben wir hier die Schiffbrüchigen aufzusammeln, beziehungsweise nicht alle, sondern wieder die Kommandanten und Ingenieure. Und natürlich können wir uns wieder ein paar Ansehenspunkte holen, indem wir ihnen ein paar Lebensmittel geben. Und das werden wir natürlich auch tun. Den Kommandanten, den schicken wir erstmal zur Kursbestimmung ins Boot. Ja, und der Rest, der kann sich dann jetzt erstmal ausruhen. Ich glaube, die haben sich jetzt auch eine Pause erstmal verdient. Ja, Leute. Wir haben den kompletten Geleitzug auseinandergenommen mithilfe eines verbündeten U-Bootes. Ja, zumindest haben sie einen C-3-Frachter versenkt. Das war doch völlig in Ordnung und haben uns damit den Einsatz hier ein bisschen erleichtert. Und ja, wir haben den Rest erledigt und haben hier, wie viel sind's? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sechs Frachter versenkt. Sehr schön, Leute. Ein schöner Erfolg. Und wie gesagt, dann werden wir uns in der nächsten Runde um die Schiffbrüchigen kümmern. Leute, lasst mir gerne Like und Abo da. Ich glaube, bei dieser Rate an Versenkungen kann man das durchaus mal tun. Ich würde mich jedenfalls sehr darüber freuen. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns zur nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin bleibt gesund, euer Sammy. Ciao.